Moin Leute, Fabius hier. Wir reagieren auf das neueste Video von Dave. Unendlich Strom mit Solarrucksack. Hülle der Löwen. Das Thumbnail sah schon mal sehr vielversprechend aus, weil Solar ist immer geil. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DHDL-Produkte testen, eines eurer Lieblingsformate. Hinter mir aufgereiht 5 Produkte. Insgesamt testen wir heute 7. 2 davon sogar im Digga, der macht jede 5 Tage ein Video mit 5 Produkten. Wie viele Produkte gibt es denn aus der Hülle der Löwen? Außeneinsatz. Und wie immer, vom geringsten bis zum teuersten Funding. Also bleibt bis zum Schluss dran, wenn ihr erfahren wollt, wer am meisten Kohle eingesackt hat. Produkt Nummer 1, leider gar keine Kohle eingesackt. Angefragt waren 200.000 Euro für 20%, was einen Firmenwert von 1 Million Euro. Ein Dreirad. Oh Gott. Wir wollten ja die große Dreiradtour machen. Das könnte eventuell ins Wasser fallen, wegen Seven vs. Wild. Aber witzig, dass wir jetzt hier auch wieder ein Dreirad sehen. Ergeben hätte. Bekommen hat der Gründer leider keinen Deal. Und wir schauen, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Es handelt sich um ein E-Trike. Sowas wie ein E-Scooter, nur mit 3 Rollen und ein paar mehr Funktionen. Der Gründer war ziemlich überzeugt von seiner Idee und hat es so ein bisschen so dargestellt, als wäre es eine wirklich neue Art von A nach B zu rennen. Oh Gott, ist das wack! Oh Gott! Wie peinlich sieht das aus! Und hat es so ein bisschen so dargestellt, als wäre es eine wirklich neue Art. Ist das peinlich, oh mein Gott. Stell dir vor, so fährst du zur Arbeit oder zur Schule. Von A nach B zu reisen. Boah, ist das peinlich, Alter, krass. Man steht und hockt sich hin, wie anstrengend. Ob das aber tatsächlich so ist und ob der Preis von 7.900 Euro gerechtfertigt ist, schauen wir uns jetzt an. 8.000, das kostet mehr als ein Auto. Wir haben gerade schon mit dem Gründer gesprochen, unheimlich viel Gedanke, Energie und Erfindergeist reingeflossen in dieses Ding. Und genau so sieht das auch aus. Wir haben hier 2 Pedalen, links und rechts, hydraulische Bremsen, links und rechts, 2 Akkus, links und rechts, in Deutschland hergestellt, in Deutschland entwickelt. Also, das fühlt sich richtig stabil an. Und das Ding ist so bescheuert, dass ich am liebsten damit auch eine Fahrradtour machen wollen würde. Damit von Hamburg nach Kopenhagen. Wir sind hier mit einem der allerersten Geräte unterwegs. Es fühlt sich übelst komisch an. Alter! Das sieht so unfassbar anstrengend aus. Das U-Ready E-Track macht unheimlich viel Spaß. Ist es zu teuer? Ja, für die meisten wahrscheinlich schon. Erfüllt es einen richtigen Zweck? Wahrscheinlich nein. Löst es irgendwie. Vor allem, man steht in der Hocke. Ein anderes Fortbewegungsmittel ab? Vermutlich auch nein. Aber es macht Spaß. Und es ist vor allem für die Leute gut, die sich nicht der Gefahr des Motorradfahrens aussetzen wollen. Für mich ein perfektes mittleres Produkt. Es ist einfach ein bisschen zu teuer. Auf der anderen Seite in Deutschland produziert. Es liegt genau in der Mitte. Spaß gemacht hat's auf jeden Fall. Und in der Mitte. 8.000 Euro. 8.000 Euro. Das sind 8 Autos. Nach dieser sportlichen Aktivität fühle ich mich etwas verspannt, womit wir zu Produkt 2, Trigger-Dinger, kommen. Angefragt waren 120.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 1,2 Millionen Euro gemacht hätte. Bekommen hat der Gründer seine 120.000 Euro, aber für 23%, was einen Firmenwert von ungefähr 521.000 Euro macht. Und dieses Funding kam in Kooperation von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Ziel dieser Produkte soll es sein, eine Behandlung, die man eigentlich nur durch geschulte Therapeuten bekommt, selber zu Hause durchführen zu können. Nachdem der Gründer einen ziemlich krassen Unfall auf dem Skateboard hatte, hat er gemerkt, dass punktuelles Drücken an gewissen Stellen seine Schmerzen lindert und ihm dabei hilft, wieder besser zu recovern, und hat dafür genau diese Produkte hier auf den Markt gebracht. Anders als bei den Produkten von Blackroll beispielsweise, bei denen man großflächig bestimmte Regionen vom Körper behandelt, ist das hier wirklich für einzelne Triggerpunkte gedacht, also die verschiedenen Artikel für verschiedene Anwendungsbereiche in verschiedenen Stärken für einzelne Punkte. Und bevor wir jetzt zum wirklichen Test kommen, muss ich kurz ein Gefühl äußern. An einigen Produkten sind an manchen Stellen irgendwelche kleinen Verunreinigungen oder Produktionsfehler, will ich nicht sagen, aber es sieht nicht 100% verarbeitet aus. Es wirkt aber irgendwie entweder benutzt oder als wäre es jetzt nicht 100% Produktionsqualität. Zum Beispiel Trigger-Dinger ist auch so ein wacker Name. Ja, unglaublich, unglaublich scheißer Name. Die sehen auch ganz komisch aus. An dieser Stelle. Ist zwar jetzt nichts, das die Funktionalität wirklich beeinträchtigt, aber bei einem Preis von bis zu 40 Euro und dem Gefühl von Medizin für zu Hause, einem medizinischen Produkt, erwartet man so ein bisschen was anderes. Jetzt aber zum Test. Auf den Verpackungen selber finden wir einen How-To-Guide, das schauen wir uns mal an. Und tatsächlich bin ich wirklich gespannt, weil ich immer mal wieder Probleme mit dem Rücken habe. Zu wenig Sport, zu viel am Rechner. Ich wähle mein Produkt aus. Wenn du die Punkte gefunden hast, kannst du langsam deine Beine anwinkeln. Das wird dein Becken kippen und den Druck auf den Punkt erhöhen. Weil ich ja schon begeisterter Blackroll-Benutzer bin, kann ich mir vorstellen, dass das hier ziemlich krass wird. Also das ist wirklich krasse punktuelle Belastung. Das ist relativ einfach zu fühlen.
im Prinzip da, wo man Schmerzen hat, wo eine Standardverspannung ist, legt man es hin, jetzt langsam runter. Oh, es fällt schwer dabei zu reden, weil man sich automatisch anspannt in dem Moment, wo man redet. Diese Sounds, die ihr gerade gehört habt, waren echt. Ich bin also im Zweifelsfall der perfekte Kunde für Trigger-Dinger. Auf den ersten Blick hat sich das richtig gut angefühlt und es gibt ja noch eine Menge weitere Produkte. Deswegen nehme ich alle Produkte über die sehen alle komisch aus, ehrlich gesagt. Die nächsten 7 Tage unter die Lupe und das Ergebnis und meine Bewertung seht ihr später. Produkt Nummer 3, eins der Produkte, auf die ich mich am meisten gefreut habe in dieser Folge, nennt sich Flasher und ist die Lösung für ein Problem, das jeder Fahrradfahrer, vor allem in der Stadt, sehr gut kennt. Ziemlich cooles Packaging, muss ich schon sagen. Angefragt für dieses Produkt waren 150.000 Euro für 10% Firmenanteile. Die 150.000 Euro haben sie bekommen, mussten allerdings 20%. Warum? Abgeben, wodurch sich ein Firmenwert von 750.000 Warum haben die Leuchten und das ist ein Firmenwert von 750.000 Euro? 750.000 Euro ergibt. Bekommen haben sie das Geld von Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer. Und das ist das Produkt, beziehungsweise die Produkte. Diese beiden Produkte sind nämlich dafür da, Fahrradfahrern eine einfache und sichere Möglichkeit zu geben, im Dunkeln gesehen zu werden und wirklich blinken zu können, was ziemlich cool ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass mir das Packaging gut gefällt. Auch gefällt mir gut, dass die beiden Geräte mit USB-C geladen werden. Ist aber im Zweifelsfall auch so ein bisschen zu erwarten, weil das Produkt 199 Euro kostet. Und ich habe direkt einen Kritikpunkt, den ich aber später anbringen möchte. Im Prinzip werden diese beiden Gerätschaften um den Arm geschnallt, über die Kleidung gut sichtbar und dann über Gestensteuerung den Arm ohne die Hand vom Lenkrad wegnehmen zu müssen, einmal so nach oben, um das Blinken anzuzeigen. Und genau das testen wir jetzt. Wir rollen los mit einem Affenzahn. Paris. Ach, das soll ein Blinker sein, oder was? Nein. Oh mein Gott, das ist ein Blinker fürs Fahrrad, den du deinen Arm schnallst? Das ist ja also wow, ist das beschissen. Du kaufst dir eine Packung, da sind 2 Dinger drin. Du kaufst dir für 200 Euro Blinker. Paris Tour 2.0. Zack, 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 zack. Und hier kommt die erste Abbiegung. Haha, das ist krass. Das ist wirklich gut. Auch bei schnellem Fahren, wenn ich mich so bewege, gehen die Blinker nicht an. Also ich kann mich schon bewegen, ohne dass der Blinker angeht und ich eine falsche Richtung an. Stimmt, die kosten mehr als ein Fahrrad. Anzeige. Blinker an und Meter machen. Aber neben dem normalen Modus, in dem der Flasher nicht durchgängig leuchtet, sondern nur, wenn man blinken möchte, gibt es noch einige andere Modi, die man nach Belieben wählen kann. Fazit, ich finde es ziemlich geil. Es funktioniert, es hat einen stolzen Preis, aber der ist es auf jeden Fall wert, wenn es um die eigene Sicherheit geht. Eine Idee hätte ich aber, die es für mich noch ein bisschen cooler machen würde. Die Möglichkeit, die beiden Dinger an die Arme zu machen, ist super, weil wir so anzeigen können, wo wir hinfahren wollen. Auf der anderen Seite müssen wir dafür extra Produkte mitnehmen. Und mir würde es aber, glaube ich, als Fahrradfahrer darum gehen, die Sachen, die ich mitnehmen muss, auf ein Minimum zu reduzieren. Ein Helm, der also den Flasher eingebaut hat und über eine leichte Kopfbewegung genau diese Richtungswechsel anzeigen kann, wäre für mich ein noch viel geileres Produkt. Produkt Nummer 4 namens Pure Spice, womit wir offiziell in den... Also die Blinker waren ja ganz, also wirklich... den oberen 50% des Fundings angekommen sind. Flüssige Gewürze auf Kokosölbasis. Vom Gründer oder von den Gründern angefragt waren 150.000 Euro für 20%. Bekommen haben sie 150.000 Euro für 20%. Und wir schauen, ob sie halten, was sie versprechen. Was sie versprechen? Natürliche Inhaltsstoffe, vegan, auf Kokosölbasis und ziemlich nice. Für die Erklärung muss ich aber meinen Rechner rausholen. Wie funktioniert das genau? Öl und Geschmacksträger werden aus den Gewürzen herausgelöst. Das Extrakt wird dann mit wasserlöslichem und geschmacksneutralem Kokosöl vermischt. Dadurch bleiben Geschmack, Nährstoffe und Aromen der flüssigen Gewürze erhalten. Ziemlich cool, sogar von Sternekoch Alexander Herrmann empfohlen. Und wir haben mexikanische Art, Knoblauch, asiatische Art, indische Art. Aber Flüssiggewürze gibt's doch schon ganz doll, hä? Und italienische Art. Die große Frage, kann es traditionelle Gewürze ablösen und hält es, was es verspricht? Das alles nehmen wir unter die Lupe, aber nicht mit mir als Laien, sondern dem absoluten Profi, Max, der 20 Meter entfernt in unserer Küche auf uns wartet. Ich habe euch angelogen, wir sind nicht in der Küche, sondern Alter, auf einem Dreh. Und deswegen testen wir das jetzt mit Happy Slice, der neuen Pizza von Knossi und Trimax. Wir hatten das Ganze schon mit Max gemeinsam getestet, die Datei ist aber abgekackt. Also jetzt die Pizza einmal so und dann... Oh, Diavolo, ist schön scharf. ...mit Pure Spice. Die hauen das da zusätzlich noch drauf. Hammergeil. Richtig gut. Das Einzige, was es jetzt noch besser machen könnte, obwohl es schon einen sehr vollmundigen Geschmack hat, ist Gewürzextrakt auf Ölbasis. Drip.
Drip. Auf die Pizza noch das Flüssigöl. Ich muss sagen, ich finde das in flüssiger Form übelst geil. Es ist übelst gut zu mischen. Es ist, wenn man komplett kranke Geschmacksexplosion haben will, auch mega geil, sich ein, zwei Tropfen auf so einen Happen drauf zu machen. Für eine schnelle Zubereitung, für Leute, die weniger Zeit haben, ist das perfekt und ich finde das hammergeil. Also vermutlich, wenn ihr Profi kocht. Aber es gibt doch schon ganz viele Flüssiggewürze. Oder bin ich lost? Ich habe die doch immer schon gekauft bei Edeka und Rewe. Kleine Fläschchen, wo du das raustropfst mit was flüssiges Gewürz quasi. Öl, auf Ölform. Gibt's ganz doll. Ich verstehe nicht, warum die jetzt 750.000 für dafür bekommen haben. Habt ihr eure Pizza auch in vegan? Ja, wir haben 4 vegane Pizzen. Die sind auch sehr geil, muss ich sagen. Zeit greift der Satz, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn ihr so seid wie ich, dann ist Pure Spice eine geile Option. Und Happy Slice übrigens auch. Das nächste Produkt nennt sich Sunnybag von Gründer Stefan Ponsold und Philipp Slapa. Sie wollten 200.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 2 Millionen Euro ergeben hätte. Ralf Dümmel hätte ihnen 200.000 Euro für 20% gegeben, was einen Firmenwert von 1 Million Euro macht. Der Deal ist aber leider nach der Sendung geplatzt. Ob das Produkt hält, was es verspricht und ob es nicht doch schlauer für Ralf Dümmel gewesen wäre, den Deal durchzuziehen, schauen wir uns jetzt an. Von hier geht ein Adapter raus auf USB und da kann man dran stecken, was man will. In meinem Fall jetzt ein Handy-Ladekabel. Das funktioniert. Was mir aber wirklich als erstes aufgefallen ist, vor allem als ich den Rucksack angezogen habe, der Rucksack an sich ist keine besonders gute Qualität. Ich bin wirklich großer Rucksackliebhaber und habe 2 Modelle, auf die ich 100% vertraue. Da kein Helipro und F-Stop Tilopa. Ich bin wirklich, bei Rucksäcken geek ich ein bisschen ab, aber die müssen, finde ich, funktionieren. Klar, was kann man erwarten bei 100 Euro? Aber mit ein paar Euro mehr, die man ausgibt, landet man schon bei einem Darkein Helipro oder bei anderen sehr, sehr guten Rucksäcken. An sich funktioniert das Produkt aber wunderbar. Also das Solarpanel tut, was es soll. Es lädt unser Handy. Ein nächster kleiner negativer Punkt am Rucksack. Es gibt keine direkte Verbindung in den Rucksack, was ich ziemlich doof finde, weil natürlich kann es sein, dass man im Rucksack Dinge laden möchte und dafür gibt es keinen Eingang. Alles, was mit Solar ist, feiere ich schon mal extrem. Das Kabel. Sunnybag hat aber unheimlich viele verschiedene Produkte. Also möchte man mehr Leistung, gibt es größere Solarpanels. Möchte man mehr Leistung speichern, gibt es große, wirklich, wirklich große Powerbanks, die ich tatsächlich selber im Einsatz habe. Also, Sunnybag macht richtig gute Produkte. Dieser Rucksack ist jetzt vielleicht nicht eine absolute 10 von 10, aber die Produkte funktionieren, die Solarpanels funktionieren und vor allem die Powerstations sind ein absoluter Traum und für mich das eigentliche Main-Produkt von Sunnybag. Zurück zu den Massagedingern. Das war's. Kommt da noch ein Fazit dazu? Muss doch noch kommen, oder? Ich würde gerne wissen, wie stark das ist. Wenn du so eine kleine Solarfläche hast, wie schnell lädt das Handy davon? Womit ist das zu vergleichen? Nee, Trigger-Dingern. Was soll ich sagen? Als jemand, der tatsächlich ehrliche Probleme mit dem Rücken und allgemein mit seinem Körper hat, weil er nicht genug Sport macht, zu lang am Schreibtisch sitzt und so weiter, sind diese Dinger hier ein absoluter Segen. Ich war ja schon Heavy-User von den ganzen Blackroll-Produkten. Das hier ist aber nochmal eine Stufe krasser. Man kann nochmal eine Stufe genauer die Sachen behandeln, die tatsächlich wehtun. Und für mich ist das ein absolutes Winning-Produkt. Es ist einfach, es tut, was es soll. Klar, es ist teuer, aber das bin ich von genau solchen Produkten schon gewohnt. Ich finde die Produkte richtig geil und ich denke, ich werde sie weiter benutzen. Mit Produkt Nummer 6 kommen wir jetzt schon wirklich in den hohen Funding-Bereich und das auch mit einem guten Grund. Verschiedene Bereiche sind verschieden gut bezahlt und wir gehen mit dem nächsten Produkt in den Finanzsektor, das sich Pago Pace nennt. Angefragt waren 200.000 Euro für 10%, was einen Firmenwert von 2 Millionen gemacht hätte. Bekommen haben sie die 200.000 Euro für 15% Anteile an ihrem Unternehmen, was einen Firmenwert von 1.333.333 Euro macht. Bekommen haben sie die Kohle von Carsten Maschmeyer. Das hier ist das Packaging. Wir mussten das schon aufmachen, wir haben es ein bisschen vorbereitet, denn bevor man den eigentlichen Ring bekommt, schickt Pago Pace hier so ein Raster, bei dem man seine verschiedenen Ringgrößen testen kann, denn es handelt sich um einen NFC-Ring, mit dem eine Bezahlung kontaktlos, ohne Verbindung zum Handy, dauerhaft möglich ist, ohne dass der Ring geladen werden muss, ohne dass er irgendeine Verbindung braucht, was ziemlich cool ist. Eine Sache, die mir direkt auffällt, wir konnten auswählen zwischen Weiß, Schwarz und so weiter. Was es nicht gibt, ist Gold oder Silber, auch nicht farbig, also Keramik eingefärbt oder so. Ich kann mir vorstellen, dass solche metallischen... Gab's die nicht auch schon oder ist das das?
Ich glaube, irgendein Kollege hatte das von mir. Kann das sein? Einen Ring, mit dem er bezahlen kann, wo Apple Pay drauf ist. Das musste dann gewesen sein, oder? Oder gibt es davon noch andere Marken? Materialien Probleme machen mit dem NFC-Signal, aber eine Färbung in die Richtung wäre schon ziemlich cool, weil Gold und Silber einfach die Farben sind, die ringmäßig am meisten getragen werden. Weiß sieht man relativ selten, wäre jetzt tatsächlich auch nichts, für das ich mich einfach so entscheiden würde. Jetzt kommen wir aber zum entscheidenden Teil der Anleitung und der Einrichtung. Es ist ein extra Konto bei Curve, soweit ich weiß, erforderlich. Wir haben das Ganze schon ein bisschen vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Aktivierung erforderlich. Die Bezahlkarte wurde mit deinem Keramik Pago Pace verbunden, aber deine Wearable muss noch aktiviert werden. Lade die Fidesmo-App runter und scanne den QR-Code, um den Aktivierungsprozess zu starten. Problem jetzt gerade, wir sind in der App. Einfach ein extra Konto, the fuck. Ja, okay, das ist halt. Wir connecten hier alles über diese Fidesmo-App, aber der Aktivierungscode per SMS kommt und kommt einfach. Oh, ist das ein Krampf? Oh, das kann ich schon nicht angucken. Ja, neues Konto eröffnen und dann verbinden. Oh, dann das Einstellen mit dem Ring und dann Bestätigungsmail, Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Oh, ich krieg da eine Panikattacke. Ich finde das so schrecklich. Das ist so schrecklich. Egal wie gut der Ring ist, das ist für mich schon gestorben. So, kontaktiert jetzt gerade. Boah, dass ich das Formular da gerade sehe und die Karte und sein Handy und der SMS-Code kommt nicht. Ich krieg da Panikzustände. Es ist ja so beschissen. Hier den Support. Ja, das ist direkt mal ein entspannter Minuspunkt für den Registrierungsprozess. Es hat tatsächlich funktioniert. Wir konnten alles einrichten. Es war etwas struggelig und das wird garantiert in die Bewertung mit eingehen. Aber jetzt geht es um die Funktionalität. Ich ziehe mir den Ring an. Es fühlt sich etwas komisch an und ich finde immer noch, dass es zu auffällig ist. Hallo, schönen Hallo. Guten Tag. Ich würde das gerne mit diesem Ring bezahlen. Ich bedanke mich vielmals für diesen einfachen Bezahlvorgang. Danke, tschüss. Ja, das ist ja unglaublich. Also, es ist tatsächlich ganz geil. Es funktioniert wie eine Kreditkarte. Ich glaube, vor 2 Jahren, wo die Sendung ungefähr ausgestrahlt wurde, war der flashende Effekt noch mal ein bisschen krasser. Einfach, weil die Leute noch weniger Kontakt mit kontaktlosem Bezahlen hatten. Mittlerweile weiß jeder, dass es funktioniert. Apple Pay ist da und so weiter. Aber dieses Produkt funktioniert auch. Ich trage keine Ringe, ich sehe mich nicht mit diesem Ring. Und für die Bewertung kommt natürlich noch der Registrierungsprozess dazu. Ja. Der so mittelmäßig war. Ja. Also für mich ist es ein Winning-Produkt, eine coole Idee. Ja, stimmt alles. Wenn das Ding eine 6 von 10 ist, mit Registrierungsprozess, dann auch nur noch eine 2 von 10. Für eine bestimmte Käuferschaft mit einem schlechten Registrierungsprozess, also ungefähr so. Angekommen bei Produkt Nummer 7, dem Produkt mit dem größten Funding in kleinem Format und kleiner Verpackung. Der Nasierer von Silk Slide Pro. Angefragt waren 250.000 Euro für 20%. Bekommen hat der Gründer tatsächlich diese. Was ist das, ein Nasierer? Ein Nasenrasierer? 250.000 Euro für 20%. Das einen Firmenwert von 1,25 Millionen Euro macht. Ralf Dümmel hat investiert und das hier soll die. Dann sagt Ralf Dümmel wirklich der Nasenrasierer. Die Firma hat einen Wert von 1,25 Millionen für so ein kleines Plastikteil, was dir die Nasenhaare wegmacht. 1,25 Millionen, das finde ich so krass. All-in-One-Lösung für das Rasieren von Nasenhaaren sein. Ohne die Schleimhäute zu belasten, ohne irgendwas ans Laden hängen zu müssen, ohne sich Kaltwachs in die Nase stecken zu müssen. Eine einfache Möglichkeit auf 8 cm, perfekt fürs Reisen, um die Nasenhaare zu rasieren. Um ehrlich zu sein, ich benutze keinen Nasenhaarrasierer. Das ist der Grund, warum ihr auch hin und wieder meine Nasenhaare seht. Deswegen ist es perfekt, um das jetzt ausprobieren zu können. Sieht wirklich sehr einfach aus. So einfach wie genial. Das sind ja im Prinzip meine Lieblingsprodukte. Und tatsächlich wirkt das hier so, als wären die Klingen sogar austauschbar. Im Prinzip super einfach. Man soll einmal die Nasenlöcher anfeuchten. Dann nimmt man dieses Ding, dreht es in Richtung vom Pfeil. Und das soll im Prinzip die gesamte Magie sein. Also das muss man schon sagen, unangenehm war es nicht. Ich habe mich nicht geschnitten. Handhabung 10 von 10, super easy. Und das hier ist jetzt das Ergebnis vorher, nachher. Was soll ich sagen? Das Produkt funktioniert, 11,99 Euro ist ein wirklich fairer Preis. Das ist, man rasiert, man geht da mit Klingen rein. Ich dachte, das ist so mit, dass man das rauszieht mehr oder weniger. Ach so, krass, das ist rasiert, aber war immer noch alles voll. Es kann mehrmals benutzt werden, perfekt um zu reisen, auch mit dem Flugzeug. Also ist wirklich top. Kaufempfehlung. Perfekt, um zu reisen. Wie oft muss man sich die Nasenhaare wegmachen? Einmal im Jahr? Als ob du dann genau so, oh, ich bin 2 Tage in Berlin, ich muss meinen Nasenhaarrasierer mitnehmen, weil genau dort muss ich meine Nasenhaare rasieren. Und damit auch das Ende des Videos. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns. Hab den meinem Vater bestellt, der kam kaputt an. Funktioniert nicht, hab's ausprobiert. So, ich muss das einmal die Woche machen. Ihr müsst euch einmal die Woche die Nasenhaare entfernen. Never.
War geiles Video, aber wieder viel unnötiger Stuff dabei. Den Solarrucksack fand ich geil. Sowas liebe ich ja. Aber da werde ich jetzt gerne wissen, wie lange brauchst du, um ein iPhone vollzuladen unter voller Sonneneinstrahlung? Das wäre noch interessant gewesen.